Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Silty. Es wird langsam ernst und zwar sind wir hier ja unsere Kupfermine am Bauen, aber wir werden quasi im Anschluss an diese Folge unsere nächste Besucherfolge haben, was bedeutet, dass ich mich jetzt nochmal so ein bisschen ins Zeug legen muss, um hier den ganzen Krempel dann auch so hinzubekommen, dass es einigermaßen vertretbar ist. Mal schauen, wie wir uns da anstellen. Ich brauche auf jeden Fall jetzt mal eben schnell den Bahnhof hier fertig. Und dann werden wir uns dann auch mal eine Blaupause von ziehen, damit das dann in Zukunft ein bisschen schneller geht. Aber ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen beeilen, damit wir nicht zu viel Zeit mit dieser Arbeit hier verlieren. Das wäre nämlich sehr, sehr schade. Und dann mal schon den ersten Fehler. Ist klar. So. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Besucherfolge. Ich habe die Befürchtung, dass ich hinten liege, aber das wird sich ja dann zeigen, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, mein Gefühl sagt, dass ich ein bisschen hinten liege. Und wir werden halt sehen, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und da müssen wir noch einen hinmachen. Haha. So. So wird da ein Schuh draus. Jetzt machen wir die Underground Bells dahin, wo sie hingehören. Eins und... Ja. Sehr schön. Zack. Komm schon. Zack, zack und zack. Und dann können wir das hier schließen. Und zwar so, so, so und so. Zack und zack. Und ich glaube, wir haben gar keinen Strom hier unten. Mist, wir hätten uns Strom hier runterlegen sollen. Das wäre gut gewesen. Eins, zwei, drei und vier. Und ich glaube, ich sollte hier... Oh, wie balanciere ich das denn am besten? Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zurück. Gucken mal, dass wir ein paar Strommasten hier runter bekommen. Da haben wir auf jeden Fall Strom in der Nähe. Halt. Irgendwas wird hier gerade gemacht. Ah, hier Mauern und so. Weil, wenn wir hier mehr Kupfer bekommen, dann dürften wir auch mehr Schaltkreise bekommen. Und mehr Schaltkreise bedeutet für uns dann auch, dass wir hier mehr blaue Chips herstellen. So. Bevor wir jetzt da unten weitermachen, machen wir mal gerade hier noch die Möglichkeit, mehr grüne Chips nach unten zu bekommen. Und zwar hier. Zack, zack, zack und zack. Jetzt greifen wir das quasi von beiden Bells ab. So, und darüber. Genau. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall mehr grüne Chips und auch mehr blaue dann dafür. Aber wir wollten jetzt quasi erstmal gucken, dass wir hier unsere... wie heißen sie? Erzförderer. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und die können wir uns hier unten aus der Forschung wegklauen. Und die gibt es nämlich da unten. So, einmal hier lang. Und dann einmal da auf dieses Fließband und da haben wir mehr als genug. Ups. Das sollte reichen für da unten. Alter, ja, das reicht auf jeden Fall. So, Fließbänder haben wir noch ein paar. Ich hoffe mal, dass wir da noch... Ah, wir nehmen einfach mal ein paar mehr mit noch. Haben wir Drähte? Drähte haben wir auch genug. Das ist sehr schön. Einen Kombinator haben wir auch schon. Ja, dann haben wir im Prinzip alles. Strommasten, die haben wir. Haben wir die normalen? Die haben wir nicht. Müssen wir uns die mal gerade noch organisieren. Stahl. Stahl ist immer gut. Kupfer nehmen wir uns auch. Zack. Dann machen wir davon mal eine Menge.
Na, kommt schon. Wir müssen jetzt mal hier unsere Logistikroboter austricksen. Ein Zug, haben wir den schon gebaut? Nö. Ach so, klar, Strom wollten wir mitnehmen. So, und zwar von hier. Wir benutzen jetzt auch mal die langen Strommasten. Weil die ja irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden von mir. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber ich benutze sie irgendwie eher selten. So, dahin. Jetzt bassen wir mal hier die Erzförderer hin und ich hoffe, dass das nicht übersteuert wie bei der letzten Aufnahme, aber ich glaube, das sieht sehr gut aus. So, das ist versetzt, das wollen wir nicht. Zack. Und die führen wir dann nach unten weg, die Fließbänder. Und dann machen wir uns direkt das komplette Feld. Das müssen wir anders machen, oder? Ja, leider schon. Das gefällt mir nicht. Ich habe den Bahnhof zu dicht gebaut. Und das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Versatz drin. Ist aber nicht schlimm, das kriegen wir trotzdem irgendwie geregelt. So. Zack. Und das reicht eigentlich schon. Dann setzen wir hier noch einen hin. Und dann passt das. So. Hier würde ich ganz gerne so und so den Belt darüber führen. Dann kann er nämlich da oben direkt ansetzen. Zack, und hier hoch. So, das ist sehr, sehr hübsch. Und es wäre eigentlich schlauer gewesen, das alles nach oben zu führen. Ja, definitiv. Ja, genau. Ich laufe da mal diagonal, das geht bestimmt. Damit wir das Ganze noch ausbalancieren können, bevor es in den Bahnhof geht. So. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die Folge hier schleppend vorangeht. Aber das kann natürlich auch trügen. So. Nein, das geht so nicht. Machen wir so. So, in etwa. Dann gucken wir mal, wie viele Stränge wir denn da tatsächlich bekommen. So und so. Zack. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Und die werden alle ungefähr gleich stark frequentiert. Machen wir da mal ein bisschen Granatenzauber. So. Und dann bauen wir uns einen Balancer. 1, 2, 3, 4. 5 und 6. Das geht inzwischen relativ zügig von der Hand. Und ganz kurz konservieren. Zack. So, wie mache ich das am schlausten? So schon mal nicht. So, das ist Welt Nummer 1. Welt Nummer 2 würde ich gerne. So in etwa. Und der muss auf jeden Fall hoch. Und auch der hier. Der kann dann hier rüber gehen und der darüber. Zack. Den bauen wir jetzt direkt dual. Dualischer Brack.
damit wäre das schon mal ausbalanciert. Wir gucken mal, dass wir hier mit dem schön hier rüberkommen. So. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz besonders. Ganz besonders hässlich. Zack. Zack. Und hier fehlt natürlich jede Menge Strom noch. Oh nein! Wenn nicht genug Fließbänder, das ist eine Last. Das ist einfach nur eine Last. So, dann fangen wir schon mal an hier zu minen. Soll man nicht meinen. Mach das mal hier hin. Und zwar da und da. So, hier geht das Gebagger los. Dann haben wir hier wenigstens schon mal ein bisschen was auf dem Fließband. Naja, schade, wenn nicht. So, da machen wir das Ganze noch mal ein bisschen versetzt und hier dann noch mal richtig und dahin. Zack und zack. So, und der ganze Gürtel ist quasi angeschlossen. Dann kann er hier nämlich schon mal was mitnehmen. So. Der bekommt auch schon mal einen Namen. Badefuzzi ist es nicht. Wir nennen den Kupfer. Oh, ich habe Caps Lock gedrückt. Kupfermine 2. Speichern. So, jetzt nochmal ganz schnell zurück und Fließbänder holen. Ah, verdammt. Schon wieder Zeit verplempert hier. Unfassbar. Und die Laufwege sind halt übel, ne? Wenn man so eine größere Base hat, ist so ein, sind die Laufwege halt echt schlimm manchmal. Ich bin gerade am Überlegen, ob es sinnvoll ist, zwischendrin mal was anderes zu forschen. Einfach nur um des Forschens willen. Geschützturmschaden zum Beispiel. Das könnte jetzt eigentlich ratzfatz durchgehen. Einfach nur, damit wir noch ein bisschen was geforscht haben. Das könnten wichtige Punkte sein. Achso, das ist die falsche Kiste. Da, 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. Okay. So, sollen wir uns schon mal eine Lokomotive bauen? Hier, Kupferquatsch und sowas. Kupferquatsch mit Michael. Michael. So, die können auch weg. Die brauchen wir jetzt erstmal auch nicht mehr. So, Lokomotive. Dafür brauchen wir Motoren, Schaltkreis und Stahlträger. Und da brauchen wir noch jede Menge Quatsch für. Haben wir noch Motoren? Nö. Natürlich nicht. Ich glaube, Motoren hätten wir uns auch bei der Bauroboterfabrik holen können. Aber wir machen das jetzt mal hier. So. Zack. Das sind mehr als genug. Eins, zwei. So, und da brauchen wir Eisenplatten und Eisenzahnräder. Eisenzahnräder kriegen wir hier. Nehmen wir mal eine Menge von. Wie viel sind es? 70. Wie viel brauchen wir? Jeweils 10. Das passt. Hier haben wir noch ein paar Eisenplatten. Und 1, 2, 3. Und einen brauchen wir noch. Wir brauchen mehr Stahl. Da. So. Ein weiterer Waggon. Jetzt haben wir natürlich die Kohle weggegeben. Sehr schön. Kann ich noch eine Anforderungskiste bauen? Stahlkiste brauche ich dafür. Also noch ein bisschen Stahl. Und ein bisschen Eisen. So. Wir forschen mal weiter. Kampfanzug. Den hätte ich nämlich auch ganz gerne. Und eine Anforderungskiste, die können wir noch nicht befüllen. Alter, was hier los ist.
So. Wir haben hier auch nirgendwo Kohle. Das heißt, wir werden hier erstmal nachher ein bisschen was abholzen, damit der Zug das erste Mal oben zum Bahnhof fahren kann. So. Der Zug steht. Das ist gut. Das läuft auch schon mal einigermaßen. Ups. Zack. Die nächste Kistenreihe wird befüllt. Und zack. So, das ist schon mal das. So, dann haben wir einen Zug. Und dann bekommt der Waggons. 1, 2, 3, 4. Und eine weitere Lokomotive, die in die andere Richtung zeigt. Kohle lassen wir erstmal da, was es ist. So, das ist das. Anforderungskiste. Machen wir noch eine zweite. Die kommt jeweils hier hin. Und dahin. Mit dem Greifarm nach innen. Zack. Da fordern wir direkt schon mal Kohle an. So, ein bisschen Holz. Aber das Holz, das jagen wir bei uns durch die Öfen durch. Das will ich eigentlich in den Zügen nicht haben, weil die doch da sehr, sehr, sehr langsam werden. So. Greifarm in diese Richtung und auch hier Kohle. Da schmeißen wir das Holz auch mal rein, dann ist der schon mal mehr oder weniger befüllt. Und jetzt machen wir einmal einen Kabelsalat. Wobei, das können wir eigentlich auch später machen. Der kann die Züge jetzt erstmal befüllen, der ist voll. Alles gut. So, Fahrplan. Du fährst bitte Kupfermine 2 und dann Erzentlade. Und das bitte bis Inventar leer und oder Inaktivität 5 Sekunden. Und dann fährst du zu Kupfermine 2 und machst da Inventar voll. Oder Zeit vergangen 30 Sekunden. Automatisch. So. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, da einzusteigen. So, wir sollten hier jetzt direkt Signale setzen. Haben wir Signale? Wir haben keine Signale. Wir können aber welche bauen. 1, 2, 3, 4. Und zwar Ausgang. Da und da. Ist das richtig? Ja, das passt ganz genau. So, dann hätte ich gerne in der Mitte Kettensignale. Und zwar auch rechts und links. Also da und da. Und noch mal ein bisschen weiter oben. Und die nächste Forschung ist fertig. Da sind Kettensignale, das ist sehr schön. Das müsste da auch schon richtig geschaltet sein. Was macht dieser Zug da? Oh, komm schon. Wir gucken gerade. Der kann nicht weiter, weil... Oh, unsere Eisenmine ist komplett ohne Strom. Wie ist das denn passiert? Stimmt, da war ja was. So, wir laufen trotzdem mal weiter. Das ist natürlich nicht so optimal hier.
So, volles Frachtinventar oder Inaktivität und Erzentlade, genau. So, als nächstes nehmen wir, was wäre denn die nächste Rüstung oder ein Panzer? Flammenwerferschaden wäre auch interessant. Militär 4. Militär 4 sollten wir jetzt gerade nicht machen. Geschützturmschaden 3. Na los. Bevor wir die Kovarex wieder anschmeißen. So, und warum ist da rot? Weil der nicht komplett aus dem Bahnhof rauskommt. Das heißt, wir sollten hier noch ein Wartegleis einrichten. Das Zugsystem bleibt übrigens nicht so. Das wird noch verbessert. So, da haben wir gerade richtig Schwein gehabt, dass wir das Ding da nicht zerdeppert haben. So. Wir machen hier mal ein Ausweichgleis. So. Und zwar von hier an diesem Baum vorbei. An diesem Strommast vorbei. Und dann da quasi so hin. Und der will dahin und der will dahin. So, dann kann das eigentlich hier schon mal rüberfahren. Ah, und wir haben hier natürlich auch kein Signal gesetzt. Das ist auch fatal. Nein, nicht da, sondern da. So. Und dann gehen wir hier hin, machen hier ein Signal hin. Zack. Und genauso wie wir da ein Signal hin machen. Zack. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen noch mehr Signale. Ich signalisiere mich schon wieder um Kopf und Kragen hier. Okay. So, jetzt haben wir da schon mal Luft. Okay, der kann jetzt hier einfahren, wird entladen. Schwein gehabt. So. Dieses Kettensignal kommt dann dahin, da kommt der nächste Zug, der fährt dadurch. Also wie gesagt, das hat noch Optimierungsbedarf. Aber jetzt kommt... Oh, da wären gerade sehr, sehr viele Eisenplatten flöten gegangen. Alter Schwede. Das wäre echt schlecht gewesen. So, und auch hier sollten wir... an der Stelle schon mal betanken mit einer Anforderungskiste. Hier. Und dann können wir nämlich hier quasi auch schon Kohle einladen. Okay. So, hier das ist alles leer. Das ist auch eine passive Anbieterkiste, da kann er sich den Kram dann wegholen, wenn er ihn braucht. Schnell! Wie viel hat er noch? 4.500, okay, das ist in Ordnung. Machen hier jetzt mal schnell noch einen Erzförderer hin. Mal schnell noch einen Erzförderer. Sagt sich so einfach. Verdammt. Sollten das hier auf jeden Fall puffern. Und zwar eine Kiste. Das kann ruhig eine Holzkiste sein. Und die limitieren wir mal auf 3 Stacks. Und ich glaube, ich lasse mir jetzt mal die Erzförderer kommen. So.
Unsere Schmelze läuft dann jetzt wieder und jetzt hätte ich gerne trotzdem die Covarex-Anreicherungsanlage weitergemacht. Jetzt dürfen wir eigentlich ein paar gelbe Schaltkreise bekommen haben. Oh, und da haben wir das Ganze vom Strom genommen. Da haben wir den Salat. So, das läuft dann jetzt auch wieder. Treibstoff voll, okay. Und das ist definitiv zu wenig, was wir hier haben. Haben wir noch Hangare? Hangar, Sir? Energie passt. Und da kommen unsere Erzförderer. Roboterhangar. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Stahl. Ganz vorsichtig mal hier durchschleichen und rüber zum Stahl. So. Eisenzahnräder brauchen wir auch noch. Ich hätte gerne die Covarex-Anreicherung. Das wäre sehr, sehr fabelhaft, wenn wir die jetzt kriegen würden. So, da sind Zahnräder. Die holen wir uns doch mal. Zack. So, und dann können wir noch zwei bauen. Damit wir unsere Roboternetze ein bisschen weiter ausgebaut bekommen. So, hier in der Mitte ist noch eine Lücke, da könnten wir dann hier noch einen hinbauen, wenn wir das wollen. Genau, damit wir eine vernünftige Abdeckung haben. Und dann gehen wir hier hoch bis zu diesem Punkt. Machen wir hier die Bäumchen mal weg. Ah, sehr gut. Strom braucht er natürlich auch. Ist ja ganz klar. Das könnten wir jetzt mit einem großen Strommast machen. Aber ey, das finde ich jetzt gerade im Moment besser. So, und den könnten wir dann gerade gucken, dass ich da nicht auf den Schienen stehe. Das wäre nämlich böse. So, nice. Ja, das sieht quadratisch aus. Schön. Da ein bisschen Strom dran und dann dürfte das hier auch bald erledigt sein. Und hier dieses Kohlefeld, das würde ich gerne komplett in die Logistik einspeisen. So, eins, zwei. Und da würden sich, glaube ich, diese Pufferkisten mal ganz gut machen. So. Kurzes Bass-Solo. Der kann da nochmal weg. Die Züge müssen jetzt gerade erstmal ohne Kohle auskommen. Und das war's, glaube ich, schon von diesem Feld. Jawohl. So, und jetzt können wir hier nämlich Fließbänder reinsetzen. Einmal nach oben, bitte. Und da dann den Krempel puffern. Zack. So und so. Eins und zwei. Das wäre dann im Prinzip nur Treibstoffversorgung, was wir hier jetzt bauen. So. Mann, ich liebe das Geräusch, wenn die alle gleichzeitig anfangen zu arbeiten. Das ist schon sehr, sehr cool. So. Stapelgreiferarme. Eins und zwei. Eins und zwei. Die kann der komplett voll knallen, wenn er das will. Und hier bei der Anforderungskiste können wir dann nämlich sagen, okay, du nimmst das bitte auch aus Pufferkisten. So. Logistikanfrage und du nimmst bitte Kohle und auch von Pufferkisten anfordern. 100.
So, Greifarm und los geht die wilde Fahrt. Und das gleiche machen wir dann hier auf der Seite nochmal. Und dann machen wir hier auch 100. Zack. Jetzt hätte ich gerne unsere Logistik noch nach unten erweitert, indem wir uns da jetzt nochmal ein bisschen Kohle holen. Kohle sah ich schon. Ein bisschen Stahl holen. Gut. Kurz auf die Map geguckt, ob da vielleicht ein Zügelein kommt. Aber da hatten wir noch ein bisschen Zeit. So, und Stromversorgung ist jetzt gerade wieder im Keller. Das heißt, das ist dann das, was wir als nächstes angehen. Aber zunächst einmal davon noch zwei Stück. Was können wir dann hier rüber erweitern? Zack. Das Ganze bitte gerade. So. Dahin und dann nochmal hier in diese Richtung. Und der müsste dann genau da drin sitzen. Dann müssen wir das leider mal hier hinsetzen. Und das bietet sich natürlich jetzt an. So, und da sind wir jetzt logistisch auch so weit. Ah, verdammt. Einen müssen wir noch. Vielleicht dahin. So, dann sitzen wir hier nochmal. Komm, weg da. Zack. Und auch hier bitte 100 von Pufferkisten anfordern. Das kopieren wir und pasten das hier rein. Und da kommt unser Zug gefahren, für hier den Krempel einzusammeln. Das ist ein Pendelzug. Und da geht weiteres Kupfer hin. Sehr schön. Mit dem fahren wir jetzt mal hoch. Kann ich nämlich mal ein Schlückchen trinken. Und dann würde ich mich nämlich ganz gerne um die Stromversorgung kümmern. Und los geht die Fahrt. Der dreht sich jetzt immer einmal. Das heißt, wenn ich jetzt die eine Lok schwarz und die andere weiß machen würde, dann wäre einmal schwarz vorne und einmal weiß, immer abwechselnd. So, da hat sich doch der freche Eisenzug vorgedrängelt. Zack, aussteigen bitte. Und wie man ganz gut erkennen kann, hier die Multischmelze funktioniert fabelhaft. Gucken wir ganz kurz ins Produktionstab. Wir produzieren im Moment ja, ungefähr gleich viel Eisen- und Kupferplatten. Und das Ganze lässt sich natürlich mit Speedmodulen noch sehr, sehr schön nach oben pushen. Und hier kommen tatsächlich dann jetzt mal so langsam die blauen Chips angekleckert. Und ich glaube, wir brauchen Zentrifugen. Ich glaube, es wäre an der Zeit, Zentrifugen zu bauen. Und das würde ich, glaube ich, hier oberhalb der Forschung machen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. So, Zentrifugen. Wie sieht denn das aus? Beton, Stahl, erweiterte Schaltkreise und Eisenzahnräder. Wir könnten das hier mal ganz kurz. Wir haben ja doch ein paar blaue Chips auf Halde jetzt hier. Machen wir hier mal ganz kurz eine Unterbrechung rein. Zack. Und die blauen Chips, die würde ich ganz gerne mal hier der Produktion zuführen. So, und das machen wir hier. Und gerade mal händisch reinwerfen, dann kann er nämlich hier schön weitere gelbe Fläschchen herstellen. Zumindest mal 200 Stück. Und dann hoffe ich, dass unsere Covarex-Anreicherung dann langsam mal in die Gänge kommt. Du, 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 du.
Nein, das ist überhaupt nicht irgendwie langweilig gerade oder so. Zack, alles weg. So. Die lauern jetzt hier. Hier wird schön der Kram nachproduziert. Da hinten fehlt uns auch noch ein Hangar, den können wir dann auch noch bauen. Ja, das müssen wir auch noch ein bisschen ändern. Das gefällt mir auch noch nicht so hundertprozentig. Ach komm, wenn wir gerade hier sind, dann können wir eigentlich mal ein bisschen mehr Kohle produzieren. Zack. Der kann schon mal wieder weg. Und so und so. Dann haben wir da schon mal ein bisschen mehr wieder in der Produktion drin. Das wird auch noch irgendwann abgerissen. So, Produktion. Die brauchen vier Teile. Genau. Was mache ich denn? Sollte das vielleicht mit Blaupause machen? Das ist die falsche. Und das ist auch die falsche. Diese hier. Jawohl. Reicht das? Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich es nicht. Sind wir hier im Bauradius drin? Wir sind im Bauradius drin. Das heißt, unsere Bauroboter dürften hier gleich richtig ausrasten. Wir könnten hier schon mal einen bauen. So. Und da machen wir eine Zentrifuge draus. Wir brauchen Beton, erweiterte Schaltkreise, Eisenzahnräder und Stahl. Das bedeutet, wir haben einmal hier einen Mix und einmal hier einen Mix. Das ist quasi der Ausgang, ja. Bin mir auch gerade am Überlegen, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, was ich hier mache. Aber wir könnten ja mal ein bisschen Material raushauen. Was jetzt natürlich nicht die oberste Prämisse ist, ne? Also ich möchte gerne alles so gebaut haben, dass es sehr viel Leistung hat und wir diese einzelnen Produktionen am besten nie wieder erweitern müssen. Was jetzt natürlich in dem Fall Stahl und rote Schaltkreise. Okay. Hier können wir jetzt hingehen und machen das gleiche nochmal nach da oben. Macht das Sinn? Nein, definitiv nicht. Das heißt, wir müssten quasi so agieren. 1, 2, 3. Dann könnten wir hier was abgreifen. Das hier unten drunter durchführen. So. Der müsste dann quasi, ja genau. So und dann da wieder einen hin, damit das wieder verbunden ist. Und der kann dann quasi das Ganze nach oben bringen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Er kommt dahin. So, das sind schon mal die ersten roten. Und da stelle ich jetzt erstmal keine Kiste hin, sondern der soll einfach nur mal die Bänder voll machen. Das reicht dann auch erstmal. Und hier brauchen wir Stahl nach oben. Und da würde ich ganz gerne. Wie führe ich das denn am besten nach oben? Am besten hier irgendwo. Oh, wir haben nicht genug Teile. Schnell! Noch schneller! Ich glaube, den Beton müsste ich dahin liefern.
Tyler Fließbänder. Da hinten. Nicht Tyler Undergrounds. So, hier haben wir ein bisschen gepflastert schon. Könnten wir dann auch mal weitermachen bei Zeiten. Das nehme ich mit. Ja, gerne. So, und sonst so. Wir brauchen viel mehr Material. Definitiv. Zack. Dann hier. Hier und hier. Dann können wir hier ein Teil einsetzen. Da ging ja eigentlich auch noch ein Belt durch. Zack. So in etwa habe ich mir das gedacht. Jetzt haben wir da schon mal zwei von vier Dingen. Wir brauchen noch Eisenzahnräder und Beton. Eisenzahnräder würde ich gerne hier vor Ort produzieren. Das machen wir mal ganz schnell. So, und zwar 1, 2 und dann nochmal richtig. 1 und 2. So, das wäre einmal diese Variante hier. So. Geht das so? Kann man das so machen? Ich weiß es nicht. So in etwa könnte man das machen. Wir hätten mehr Tyler-Fließbänder mitnehmen müssen. Das wäre super gewesen. 1, 2, 3, 4. Das wäre dann quasi die Zahnradproduktion, die wir hier an der Stelle haben. Da machen wir gerade mal noch ein. Ein bisschen Strom hin. 1 und 2. So, können wir noch weitere Strommasten herstellen? Natürlich nicht. Was fehlt uns denn da? Kupfer. Haben wir Gott sei Dank überhaupt keins hier. So, 1, 2, 3, 4, 12. Dahin. Da ist jetzt auch Stromversorgung. Schön. Dann kann ich jetzt hier quasi anfangen, so richtig auszurasten. Das dürfte eigentlich reichen für die Produktion. Und jetzt hätte ich gerne noch Beton. Anforderungskiste. Stellen wir jetzt mal hier hin. Und da ist auch keine Logistik. Das ist doch nicht wahr. So, Beton hätte ich gerne hier an der Stelle, sagen wir mal, 300. So. Dann machen wir das hier auch nochmal. Dann sagen wir hier nur 100. Damit wir nicht so viel da auf Halde liegen haben. So, jetzt holen wir uns mal ein paar Sachen für einen Roboterhangar. Ach, einen können wir sowieso schon bauen. Dann brauchen wir rote Schaltkreise, die auch Mangelware sind. Ist alles Mangelware. Warum? Warum ist alles Mangelware? Das müssen wir uns nochmal genau angucken. Ich glaube, wir brauchen echt sau viel Kupfer im Moment. So, davon kannst du mir mal die Hälfte geben. Grüne Greifarme da hinten, oder?
Stapelgreifarme, da. Haben wir auch eine saubere Produktion. Nochmal 25 mitnehmen. Und dann schmeißen wir nochmal was hier in den Abfallplatz rein. Kohle, Holz, Rohre. Könnte man auch erstmal da reinwerfen. Habe ich jetzt alles, was ich brauche? Ich glaube schon. So, 45 Minuten. Immer ein bisschen auf die Zeit achten hier. Komm schon. Es wäre ein Traum, wenn das hier passen würde. Oh ja. Wir könnten hier mal ganz kurz was wegrupfen. Die ganzen Kupferplatten brauche ich zwar gerade nicht, die ich hier jetzt einsammle, aber das ist die Location für unseren Hangar. Und der bekommt da jetzt noch mal ein bisschen Strom. Und zwar von da. Ja, wir werden die jetzt öfter benutzen. So, das heißt, unsere Logistikroboter dürften eigentlich jetzt gleich hier den Beton rüberbringen. Wo ist denn unser Beton? Da unten. Genau, da sind sie unterwegs. Da sind sie unterwegs. Sehr schön. Und dann dürften die ersten Zentrifugen hergestellt werden. Das braucht immer 100 Schaltkreise. Sind die irre oder was? Ah, und hier fehlen natürlich noch die Greifarme für das Abzuladen. Natürlich. Mach voll das Band. Schön. So, jetzt gucken wir, was unser Problem mit den Schaltkreisen ist. Da können wir hier auf dem Kunststoffbelt erstmal rumlaufen. Also Kunststoff wird nicht das Problem von den Schaltkreisen sein. Unten wird auch noch fleißig gebaut. Da braucht ihr die Ständer noch für. So. Das Problem ist einfach nur, dass die Anlage viel zu langsam ist. Seems legit. Während hier das Problem ist, dass eigentlich zu wenig grüne Schaltkreise ankommen, weil zu wenig Kupfer ankommt. Warum kommt zu wenig Kupfer an? Weil unsere Schmelze nicht voll arbeitet. Jetzt kommt da wieder ein bisschen Kupfer. Okay, das kommt dann so schübeweise. Erzmäßig passt das Ganze. Hier werden Kupferplatten produziert, das ist auch soweit gut. Hier brauchen wir definitiv Speedmodule oder eine weitere Schmelze. Wer hätte das gedacht, dass wir mit der Schmelze da oben nicht parat kommen? So. Wir halten jetzt mal ganz kurz die Luft an, wollte ich gerade sagen. Unsere Produktion hier an. So. Und dann ziehen wir uns da mal eine Blaupause von. So. Speichern. Und dann bitte in diese Richtung erweitern.
Und zwar an dieser Stelle. Und bis hier bitte. Dann wollen wir die Bauroboter mal ein bisschen befleißigen. Schon mal ein bisschen beschleunigen. Zack. Können wir hier direkt underground-mäßig weitergehen. Bis dahin. So, schön. Die äußeren können ruhig langsam bleiben. Zack. So, das ist das. Dann müssten wir das da in der Mitte natürlich auch noch erweitern. Da kann er sich ein bisschen beeilen, ganz gerne. So, dann haben wir das Ganze ein bisschen auseinandergezogen. Und wir haben, echt wenig Elektrizität gerade. Weil unsere Roboter schwer in Action sind. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall um die Stromversorgung kümmern. Was mit Sicherheit auch ein Grund ist, warum unsere ganze Produktion so ermüdend langsam ist. So, und hier kann jetzt gerade nichts passieren. Einfach nur aus dem Grund, weil wir noch keine Kupferkabel herstellen an der Stelle hier. Aber das machen wir dann jetzt noch. Den schmeißen wir nämlich jetzt darüber. Bis dahin. Passt nicht. Zack. Jetzt können wir da noch ein bisschen beschleunigen hier an der Stelle vielleicht. Ja, ist ja alles rot. Schön. Das machen wir mit denen hier. Zack. Und dann hier runter. Ups, falsch. So. Da kommt auf jeden Fall massig Kupfer an. Dann machen wir uns jetzt eine kleine Produktion für 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Sollte reichen, ja. Einmal teilen. Teilen und herrschen. Bis dahin und dann hier nochmal erweitern. Zack. So. Greifarme. 1, 2, 3. Und das Ganze noch mal drehen. So. So, ich hätte gerne Kupferkabel. Zack. So. Und ich hätte natürlich gerne Strom hier. Und einmal mittig. So, jetzt sollte die rote Schaltkreisproduktion wieder einigermaßen laufen. Ich hoffe natürlich. Ja, hier wird natürlich alles weggeschnappt, ne? Ja, der eine oder andere kommt noch durch. Ich denke mal, das wird dann später einigermaßen funktionieren. So. Und da können wir jetzt noch ein Upgrade machen, ein kleines. So, an der Stelle auch nochmal. Zack.
den Belt beschleunigen. Das ziehen wir jetzt einmal komplett durch, es sei denn, uns gehen die Fließbänder aus, uns gehen die Fließbänder aus. So, kurzer Blick auf die Uhr. Sind schon wieder durch mit der Folge. Das ist so ätzend. Ich würde jetzt gerne echt. Da kommt keine Kohle an. Das ist unser Problem. Also unser Hauptproblem, was Stromversorgung angeht. Ich bin halt echt kein Freund von diesen Alarmanlagen. Von wo kommt denn die Kohle überhaupt? Oben von dem Feld, was weitestgehend abgeerntet ist. Das ist ja nicht so gut. Das bedeutet für uns, wir müssen da Kohle anschließen. Beziehungsweise wir sollten ein neues Kraftwerk bauen. Weil das hier, das gefällt mir an der Stelle sowieso nicht so gut. Da würde ich ganz gerne den Grundstein noch für legen. Und zwar 3. Wow. Eisenzahnräder haben wir wahrscheinlich keine mehr. Nö. Hätte mich auch gewundert. So, davon nehmen wir mal 2 Stacks mit, weil da brauchen wir nämlich ein bisschen was von. Für die Heizkessel. So. Wir nehmen 1, 2, 3, 4 Stacks Rohre. Dafür können wir davon mal ein bisschen was wegtun und die brauchen wir im Moment auch nicht. So. Die können wir auch hier schön entsorgen. 1, 2, 3, damit wir ein bisschen Platz bekommen. So, Holz kann weg. Gut, Rohre haben wir, Eisenzahnräder und Eisenplatten kriegen wir auch hin. Eisenzahnräder können wir uns da hinten wieder vom Band nehmen. Das sollte eigentlich dann reichen. So, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Zack. Also Eisenplatten nehmen wir auch ganz gerne mit. So. Und dann würde ich da unten, wo dieses lustige Kohlefeld ist, ein neues Kraftwerk errichten. Flitzen gerade nochmal runter. Und zwar machen wir 30, 40. So. Das heißt, wir brauchen pro Seite 20. Die können wir dann hier quasi platzieren. Ich mache mal gerade 2 Heizkessel. Und dann fangen wir hier oben an. 1, 2. So. Und der Dampfausgang ist da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und das Ganze dann übertriebenermaßen auf der anderen Seite nochmal. So, und jetzt muss ich mal gerade gucken. Umspannwerk geht nicht. Dahin setze, passt es nicht. Wenn ich die dahin setze, passt es. Ja, doch, das geht. Das kann man machen. Okay. Dann brauchen wir von dieser Sorte ganz, ganz viele. Natürlich ein Belt, der da durch die Mitte geht. Ab durch die Mitte. Wir haben keine Belts mehr. Verdammt! Und wir brauchen natürlich auch noch Rohre. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kommt weg. Zack. Und das kommt dann da unten wieder dran. Damit wir hier noch ein bisschen was zaubern können.
Rohre? Haben wir keine Rohre? Doch, wir haben noch Rohre. Ich dachte gerade schon, wir hätten keine Rohre mehr. Zack. So. Einmal der. Dann kann man das hier auf jeden Fall verbinden. Machen wir so. Bis hier. So. Und das Ganze auf der Seite noch mal. Zack. Offshore-Pumpen, zwei Stück. Die sollten eigentlich reichen. Ansonsten können wir noch zwei weitere bauen. Ich mach mal noch zwei dabei. Sicher ist sicher. Zack und zack. Sieht natürlich jetzt ein bisschen doof aus da an der Stelle, aber naja. So. Und hier müsste dann ein Fließband durch und quasi hier das Ganze dann noch abgefrühstückt werden. Das wird dann quasi in das neue Kraftwerk. So. Setzen wir von den Masten noch ein paar und dann muss ich aber auch zum Ende kommen, leider. So. Das ist quasi dann so, also in Ordnung. Ja, so passt es natürlich nicht. Und das machen wir natürlich auch mit befeuerten Greifarmen natürlich. So. Und hier sollten wir die natürlich auch noch miteinander verbinden. Da und da. So, und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende. Ich speichere das Ganze nochmal. Es wird die Metaprise Nummer 25. Stunde 25 ist vergangen. Wir gucken und wir sind knapp 8 Minuten drüber. Aber überlegt mal auf 25 Stunden, 8 Minuten. Das ist eigentlich ganz okay. Gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Besucherfolge. Das könnte desaströs werden. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche in der Besucherfolge und macht's gut. Bis dahin. Ciao.